Hier vielleicht noch so. Das ist meine Spezialbrühe. Siehst du, wie das Ganze bröselt. Hi, Losch. Hi. Bist du ja schon da? Na klar. Ich sitze hier schon, wie du siehst. Ich sehe schon, das wird deine Lieblingsstelle sein, ne? Nur noch da am Chillen dann, ne? Natürlich. Horst Gellin ist bei Kfz. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir versuchen hier gerade die Arschlochschraube bei dem Audi A6 rauszuholen. Also wer das Video vorher nicht angeschaut hat, sollte sich das anschauen. Ich wollte dich nicht stören. Wenn du willst, kannst du dir immer hier rüber schieben. Ich wollte nur was zeigen, was ich bestellt habe. Sehr interessant. Für den einen oder anderen, der sich das auch irgendwann mal gönnen möchte. Ich habe hier einen Trockeneisstrahl gelegt. Den haben wir ja noch gar nicht ausgepackt. Wir warten ja noch auf den Harald. Der will uns eine Schulung geben. Aber ich habe mir gesagt, komm, wir probieren es jetzt trotzdem und habe mir Trockeneis bestellt. Einfach mal zu sehen, wie das ist. Und das Ding ist jetzt angekommen. Ich will es aber mit euch aufmachen, weil ich finde es interessant. Weil ihr müsst euch vorstellen, Eis wird verschickt. Das ist Wahnsinn. Eigentlich ist es ja kein Eis. Es ist ja ein Gas. Ich habe mir extra so eine Box bestellt. Die kann man sich irgendwie einmal bestellen. Sonst wie lange ist das Ding im Halbjahr da drin? Harald meinte 10 Tage. Ich habe mir 25 Kilo. Echt, ein paar Euro mehr bezahlt. Oh, guck mal. Oh. Hast du gesehen? Wow. Oh, schön. Ich habe so eine warme Cola hier. Ey, was hast du jetzt dafür bezahlt? Nee, 60 Euro oder so. Hier, guck mal. Ja, guck mal. Schöne Grüße an Harald. Schöne Grüße an Harald, genau. Jumper, die werde ich verlosen. Die Tage in diesem Video jetzt noch nicht. In dem Fall werden wir dann eine Werbung für diesen Jumper machen und werden gleichzeitig auch alle drei verlosen. Ich habe mir erst gedacht, eine. Nein, ich werde alle drei verlosen. Ich glaube, jetzt müsste er okay sein. Das ist Eis. Oh, guck mal, wie schnell das geht. Ja. Oh, du Heilige. Das geht ja doch schnell. So machen muss. Kalt? Well, die. So, ich habe mir die ganzen Kommentare gelesen. Ihr habt geschrieben, ausbohren, aushämmern und. Eine Sache hat mir aber recht besonders gut gefallen. Das Ganze abbauen und über Nacht im Öl lagern. Das was bringt? Ja, vielleicht kann das ja schön reinkriechen und dann schlagen wir die Schraube raus. Da gab es auch sehr viele Kommentare, wie zum Beispiel, warum das Ganze entsteht und so. Ja, das ist ja Aluschenkel, Metallschraube, vertragen sich nicht. Und was passiert? Es fängt an zu oxidieren. Bei Gedores Stand habe ich das sehr, sehr schön gesehen. Man hat einen Schenkel schön abgeschnitten und hat gesehen, wie die Schraube mit dem Aloblock richtig verschweißt wurden. Und das Ganze auf 1 Millimeter dicker wurde. Und ihr müsst euch vorstellen, in diesem Loch passt gerade mal die Schraube durch. Und deswegen haben wir auch diese Probleme bei dieser A-Punkt-Schraube. So sieht das Ganze aus. Obwohl hier kein Gewinde ist, ne? Ach, guck mal, wir haben gar kein Gewinde. Nein. Also dann kann man den noch rauskloppen. Nein. Schon komisch, ne? Achsschenkel abbauen. Werden diese Querlenker trennen, so dass der Stoßdämpfer erstmal drinnen bleibt. Und wenn wir jetzt alle Querlenker abbauen, können wir die Bremsanlage nirgendwo festmachen. Wie weit wir kommen, oder? Wie weit wir kommen, ja. Also wir werden das Ganze über Nacht in einem Ölbad reinlegen. Ölbad da. Genau. Und nächsten Tag werden wir dann bam, bam, bam versuchen, das Ganze mit einem Dorn rauszukloppen. Also so komme ich viel öfter zum Aufnehmen, wenn du mich so hier behandelst. Getränke, Sitze. So, Eidosch, ja. Ich baue jetzt ab. Dann sage ich mal bis gleich. Ja, chill du mal ein bisschen. Okay. Alter, hier ist ja auch alles fest, ne? Typisch, Antriebswelle-Schraube kommt nie ab. Das Ding ist schon heiß geworden, Wahnsinn. Mein Stachel geht schon kaputt. Aber nicht verzweifeln, dafür habe ich aber ein Spezialwerkzeug. Ja.
auf jeden Fall festmachen, sonst machen wir das Gewinde kaputt. Dann haben wir so eine kleine Verlängerung, genau für sowas. Komm, ich zeig dir das. Komm. Wir wollen ja nicht übertreiben. So sieht das aus, ungefähr so groß wie Eidosch. Dann ist er drauf. Und jetzt achte mal, wie lang, wie leicht das jetzt geht, Eidosch. Komm. Bam. Das war's schon. Was Hebelwirkung ausmacht, Eidosch. Wahnsinn. Das war's. Da ist er. Jetzt wollen wir den unteren Querlenker hinten ausbauen. Der hier muss raus. Ja, genau. Dafür brauchen wir einmal das hier. Oh mein Gott. Hier ist er versteckt. Und dann werden wir diese Spitze drauf machen, Eidosch. Das werden wir jetzt an den Querlenker dran halten. Und dann werden wir den einfach loslassen. Okay. Und da soll er abgehen. Oh mein Gott. Wir haben ja alles schon gelöst. Er hat keinen Widerstand gehabt. Okay, einmal. Wahnsinn. Kannst dir noch überlegen. Komm raus oder ich komme mit meinen Brüdern. Ich habe ihn gewarnt. Zack. Einfach ein Traum. Also ich würde sagen, wir schneiden den direkt von hier ab. Aber dafür würde ich auf jeden Fall erstmal die Manschette abmachen. Was ist los? Was ist? Warum geht der nicht? Wieder geht nicht. Der ist kaputt. Dein Flex ist kaputt. Oh nö, den hat ich schon so lange gehabt. Eidosch, hast du Geld dabei? Ja. Wir müssen kurz Flex holen gehen. Warte, ey. Ich krieg nicht mal einen Lohn und da soll ich jetzt noch Geld ausgeben für dich? Hallo? Kannst du mal den einen oder anderen Werbedeal holen? Hier so irgendwelche Bademode oder ja. So Borat-Bademode oder sowas. Eidosch, zur Bombe. Okay. Okay? Und dann lade ich dich zum Grillen ein. Ja. Ach, das ist doch mal eine Ansage hier. Müssen nur Fleisch holen. Hast du Geld dabei? Oh, das muss ich auch noch. Eidosch, wie viel Geld hast du dabei? So ein bisschen über 100 Euro. Ohoho, ich sehe schon hier. 134 Euro kostet 139. Was ist jetzt zwischen den und den? Töre X10 von 25, X10 125. Vielleicht ein neues Modell, älteres Modell. Guck mal hier, 64 Euro, Eidosch. Nehmen wir doch mit. Ne? Natürlich, so ein ganz normaler Winkelschleifer. Aber was sind Professional. Keine Ahnung, die sind einfach teurer. 1000 Grad. Guck mal, ist das vielleicht die Wattzahl? Ja, 750. Ja, reicht doch, oder? Reicht locker. Mehr Umdrehung brauche ich nicht. So. Und schauen wir mal, sind die beide schön drinne? Ja, sind schon drinne. So, hier vielleicht noch so. So, das ist meine Spezialbrühe. Was das ist, werde ich später verraten, wenn es klappen sollte. So, über Nacht sollen wir das jetzt einwirken lassen. Gut, Eidosch, dann haben wir Feierabend. Wir lassen das bis morgen früh. Lassen wir das schön einwirken. So, jetzt kannst ja ein bisschen noch chillen. Ich räume hier ein bisschen auf. Geht's morgen weiter? Die Querlenker und so, Stoßdämpfer, das können wir ja später machen. Alles klar, dann sage ich auch mal bis. Bis später. Mein Gott, ist das ein gutes Gefühl. Leute, nach 10 Stunden Flexen, nach 100 Stunden Bohren, habe ich das soweit. Kriege ich das jetzt noch raus? Hohoho, jetzt haben wir das nächste Problem. Geil! Hör jetzt auf! Aber egal. Habe ich nochmal durchgebohrt. Bis dahin. Wahnsinn. Wahnsinn! Muss ich jetzt das raus? Ach, das ist kein Problem. Von Arschlochschraube zu Arschlochdorn. So, jetzt zeige ich euch, wie ich das rausgeholt habe. Es ist Wahnsinn. Also, es ist Arbeitsschritte, die kann man nicht zahlen.
Metall und Aluminium, keine guten Freunde. In einem Eimer Öl. Und ich habe da noch ein bisschen was reingemacht, kann ich euch sagen. Gebrauchte Bremsflüssigkeit habe ich reingemacht. Und wie ihr seht, das Ding ist jetzt schön ölig. Aluschenkel hält aus, minus 80 Grad, plus 150 Grad. Mit einem Föhn könnte man arbeiten, machen wir aber nicht. Wir werden ihn gar nicht erhitzen. Kann man aber bis zu 150 Grad machen. Wir versuchen von hier mit einer Mutterunterlegscheibe hier rauszupressen. Dafür werden wir aber dieses kleine Stückchen erstmal wegschneiden. Warum? Er hat jetzt zwei schwache Stellen. Hier kann er kaputt gehen und hier kann er kaputt gehen. Und deswegen werden wir hier erstmal das Ganze wegflexen. Jetzt haben wir die Schraube von hier getrennt. Super. Und jetzt versuchen wir, Aidosch, von hier das Ganze rauszuschrauben. Wieder ab. Ne. Schraube ist einfach durchgedreht. Weißt du, wie wir das jetzt ganze Zeit gemacht haben? Reingekloppt, weggeflext. Reingekloppt, weggeflext. Das machen wir jetzt nochmal. Oh mein Gott. Ja. Ihr müsst natürlich beim Schlagen aufpassen. Ihr könnt die Schraube verbreitern. Was passiert? Dann kommt ihr nicht durch. Dann müsst ihr einmal nochmal ein bisschen bohren. Aber bohren müsst ihr auch nur vorsichtig sein, weil das Ganze, Aidosch, das geht so. Es geht nicht gerade, das heißt, ihr könnt nicht gerade bohren, ihr müsst schräg bohren. Bohrt ihr schräg, habt ihr das Problem? Ihr könntet hier das Ganze verletzen. Ne, Aluschenkel, nicht viel Gewalt ausüben, dürfen wir auch nicht. Okay, wobei, das Ding ist schon robust, ne? Es ist nicht so, dass es sofort kaputt geht. Was der noch nicht abhaben kann, das sind diese ganzen Kräfte, wenn ihr den irgendwie versucht zusammenzuziehen. Das kann er nicht abhaben. Schlagen wir den direkt raus und der müsste sich eigentlich hier auch bewegen. Ohne Probleme. Hast gesehen? Der kam einen Millimeter. Und jetzt wieder wegflexen. Das machen wir so lange, bis der weg ist. Bist ja noch morgen früh dran. Ja, bei dem anderen habe ich ja ein, zwei Stunden probiert, bevor du gekommen bist. Ja. Das ist nicht mal ein Millimeter. So, noch ein Scheibchen. Noch ein Scheibchen. Noch ein Scheibchen. Oh, guck mal, jetzt ist der locker. Vielleicht können wir jetzt Glück haben und das Ding kommt so raus, Aidosch. Du hast den Hof reingedrückt wieder. Ja, ich weiß. Der ist noch zu fest, Aidosch. Egal. Nochmal flexen, nochmal flexen, nochmal flexen, nochmal flexen. Noch ein paar Scheibchen. Die Seite haben wir ab. Jetzt machen wir das gleiche hier drüben auch. Warum kommen die Dinger hier? Das ist kein Problem. Die könnten wir jetzt sofort rausschlagen. Wir müssen den aber auf den Kopf stellen. Und ich muss halten. Ja, so. Dann halte ich mal. Vielleicht schafft er ja dieses Stück nur rauszuholen. Guck mal, siehst du, wie das Ganze bröselt. Mhm. Ja, das ist ja dieses chemische Effekt dran. Wenn du das Material ist eins geworden da drin, ja, oder? Ja. Man kann aber so verschmolzen. Genau. Das ist eigentlich einer der. Hier, guck dir das an. Das ist mehlig geworden, richtig, ne? Sag mal. Boah. Wahnsinn, ne? Krass. Ja gut, wenigstens haben wir das rausgeholt, Aidosch. Ja, mit dem anderen ging das nicht mal, oder? Ja, jetzt holen wir nochmal in der Mitte raus. Schlagen wir auch nochmal ganz kurz raus, da brauche ich wieder deine Hilfe. Den großen Brocken, ja warte. Ja, den holen wir auch nochmal raus. Ne. Was ist das denn, ey? Ja.
So, was ich jetzt machen werde, ich werde jetzt erstmal bohren und versuchen, die Spannung da wegzunehmen. Nur aufpassen. Gucken, dass ich auch richtig bohre. Ja, so ist super. So können wir auf jeden Fall erstmal bohren. Jetzt können wir unser Dorn nehmen und jetzt versuchen, mit dem Dorn schön rauszukloppen. Sag bitte, der hat sich bewegt. Der hat sich nicht bewegt. Oh Mann, ey, ich hasse diese Schraube. Der hat sich kein Millimeter bewegt. Guck mal, siehst du? Guck mal, siehst du? Das ist hier eins geworden. Siehst du das? Hier ist eins geworden. Das ist ein Teil geworden. Guck mal, sollen wir mal gucken, wie das Loch da drüben ist. Da ist auf jeden Fall das Loch ungefähr, ich sag mal so, 3 mm noch hier drin. Und hier ist das genauso, auch 3 mm zur Seite. Und da ist das Problem und da ist der fest. Bis hierhin wird er richtig fest sein. Und bis hierhin wird er richtig fest sein. Und hier Rest nicht, würde ich behaupten. Das heißt, wir müssen den jetzt bohren, versuchen, das gleich rauszukloppen und dann, ja, hoffen wir mal, dass es klappt. Wahnsinn. Alter. Oh, der ist aber gut weggerutscht. Echt? Ja, da ist auch einiges runtergekommen. Komm, direkt nochmal. Oh, der war gut. Ah, oh, der ist ab. Du bist auch ab. Der ist ab. Eirosch. Du siehst auch voll fertig aus. Voll die Flecken im Gesicht. Alles, als hättest du auch alles abgekriegt hier. Ja. Ja, guck doch mal, wie viel wir gebohrt haben. Guck mal, die ganzen Stücke hier. Achtet mal bitte, Leute. Überall nur noch Teile hier rumliegen. Kleine Scheibchen. Schraubenscheibchen. Alles, ne? Hier. Was wir alles probiert haben. Ja, hier, der gehört auch noch dazu. Ja, da, wo ich reingeflext habe. Ja, das war ein Glücksgefühl. So viel rauszuholen, das war richtiges Glücksgefühl, Eidosch. Mhm. Das war Glücksgefühl. So, ist der jetzt ab? Der ist ab. Der ist ab. Da ist nur noch ein kleines Stückchen. Ja, ja, guck mal, der geht. Komm. Ach so, nee, der stört doch noch da. Ach so, ich dachte, da drunter war noch was. Dann dachte ich, das ist das, aber ist nicht. Ah, okay. Musst du nochmal schneiden? Ja, dann muss ich nochmal. Noch ein paar Scheibchen schneiden. Noch ein paar. Wie viele haben wir denn? Wir haben da so, ich glaube, so 70 Scheiben. Noch mal ein bisschen. Nee, Alter, das war's. Ja, aber trotzdem musst du noch schnibbeln. Nein. Dann kriegst du nicht so ab. Der ist ab. Der lässt dich da nicht rausholen. Doch, der ist doch ab. Ach, der ist schon weg. Das ist nur noch dein Dorn. Das ist doch mein Dorn. Oh mein Gott. Weil das Einzige wird sein beim Schlagen, dass ihr das auseinanderdrückt und dann müsst ihr das bohren. So, dass die Spannung rauskommt und dann holt ihr das Ganze raus. Es ist einfach traurig. Natürlich auf Risse kontrollieren und später beim Einbau, also Einbau will ich euch jetzt glaube ich nicht mehr zeigen, aber beim Einbau, Leute, diese Schraube bekommt 40 Newton. Guck mal. Weißt du, als wäre nichts. So passt die jetzt auf einmal. Als wäre nichts. Ja. Kann man da was draufschmieren? Ja, ich werde auf jeden Fall da was draufschmieren. Ich werde da einfach Kupferpaste, nicht Kupferpaste nehmen, ich werde einfach Keramikpaste hier reinmachen. Aber bevor wir Keramikpaste reinmachen, werde ich hier alles sauber machen. Aber Kupferpaste würde auch gehen. Ja, Kupferpaste würde auch gehen, ist ja weit entfernt von der Bremsanlage. Aber ey, wie lange habe ich jetzt gebraucht dafür?
2 Stunden für einen Schenkel, ne? Locker. Wenn nicht sogar mehr, ich habe Zeitgefühl verloren. Ich auch. Was sehr, sehr wichtig ist, ihr müsst die Spannung hier wegnehmen. Das heißt, nicht direkt von hier hauen oder von hier. Ihr müsst hier wegflexen. Das ist gut. Ich wasche meine Hände. Wir machen Feierabend. Ich mache heute nicht so, ne? Also, nein, lieber nicht. So, ich mache das hier. Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Kfz. Bis dann. Rein. Ciao. Bam. Arschlochschraube.